Herzlich willkommen, meine Freunde, hier beim Eurotruck Simulator 2. Heute habe ich mir wieder einen Gast mit eingeladen, beziehungsweise er hat sich eingeladen, wie man es nehmen will, und zwar der Mats. Hallo. Hallöchen. Und er hat mich heute auf Steam angeschrieben, weil er auch Eurotruck Simulator 2 spielt. Und das ist sehr interessant, wie so viele Leute jetzt plötzlich dieses Spiel spielen, seit es auf Steam ist. Ja, Steam ist natürlich praktisch, wenn das Spiel da, wenn man sich da anspielen kann, ne? Ja. So, was? Ach nee, ich will nicht schon wieder mit dem Schiff fahren, aber nach Portugal ist natürlich so eine Sache, ne? Ja. Oh, aber das ist natürlich auch geil. Mit einem Raupenbagger fahren wir mit der Fähre von Ancona nach Griechenland, ein Stück Griechenland und dann mit der Fähre nach Benghazi, Libyen. Das wäre. Hört sich alles gut an. Das werde ich mal machen. Oder was ist das? Vorratstank. Das ist auch so ein riesen Anhänger. Als nur Straße. Ne, wir nehmen mal den Raupenbagger. Wird wahrscheinlich eine kurze Fahrt, da wir mal auf dem Schiff sind. Oh, mein Controller, der spackt jetzt erstmal wieder rum. Ja. Ach, ich will so losfahren, mach den Motor an und mach ihn dann erstmal wieder aus. So, wie funktioniert denn das jetzt? Das ist doch normal, das macht doch jeder, oder nicht? Ja, na klar. Ja. An und aus. Ach, ich muss nur hier vorfahren, um schnell den Auftrag anzunehmen. Ah, Mann, mit den Bremsen muss ich noch ein bisschen üben. Ich habe die so stark eingestellt, die Bremsen. Was natürlich gut in der Stadt ist, aber schlecht auf der Autobahn. Ja, ja. Naja, und ich fahre nebenbei einen Kraftstofftank, 12 Tonnen nach Torino, Italien. Torino gibt's ohne die Trucks immer, gell? Ja. Stimmt, ja, da waren ja oben drei italienische Städte, waren es glaube ich, oder vier, ich bin mir nicht sicher. Ja. Torino, Venezia. Moment. Und mal ganz schnell. Also. Milano, Mailand. Milano, Torino und Verona. Ah, das heißt da. Das Piepen ist schon ganz schön, also. Ich weiß nicht. So als LKW-Fahrer würde es mich, glaube ich, ein bisschen aufregen. Derzeit. Einfach mal schnell eine Garage kaufen und die auch gleich auch groß aufrüsten. Weil ich in Frankfurt eine habe. Irgendwie so Geld gescheatet oder so? Nee, ich habe bloß ziemlich viele teure Touren angenommen. Sehr viele. Achso. Naja. Ich zocke immer nur, wenn ich aufnehme. Und meine Fahrer, die ich alle habe, die machen ja auch immer nur Touren mit 100.000 für 100.000 und so. Okay, das ist natürlich geil. Ja. Kann man das einstellen, was für Touren die machen, oder? Nee, aber ich habe lustige Fahrer. Nö, so, ja, hast du schon darauf getrimmt, ja. Ja, ich habe die auf hochwertige Frachten und auf, da bin ich mit dem Hänger gerade hängen geblieben, und Fernfahrten. Hm. Ja, ich habe ja nur einen Fahrer, aber dafür hat er auch eine Wertung von 5,0 oder 5,0. Wir haben ja 6,7. Naja. Ach so, wir fahren jetzt hier einfach eiskalt durch die Stadt zum Hafen, um dann mit dem Schiff schnell mal nach Griechenland zu düsen. Das ist natürlich cool. Ja, gleich kann ich nicht schlafen oder was? Vielleicht. Hey, du kannst immer schlafen. Ja, ich stehe gerade, nee, ich stehe gerade in meiner Garage, Motor aus, alles geht nicht. Einfach Enter drücken geht auch nicht. Auch Hänger abkuppeln und dann Enter drücken geht auch nicht. Durch einen anderen Schlafplatz. Oh, guck mal, hier gibt's ein paar schwebende Autos, das ist ja cool. Vielleicht. Oh, in welchem Jahrhundert bin ich denn gelandet? Ich finde die Reifen bei dem, der fliegt. Ja. Ist ja bald so wie bei Eurotruck Simulator 1. Die ganzen Texturen fehlen. So, noch schnell bei meiner großen Garage hier noch schnell einmal auftanken. Alter, hier links steht so eine schöne Yacht auf einem Anhänger. Ich glaube, den Anhänger will ich mitnehmen. einfach nur wegen der Yacht. Verstoß gegen die Ruhezeiten. Minus 100 Euro. Boah, Alter, wer soll denn hier mal raufkommen? Ich passe hier doch ja nicht durch. Ich glaube, ich fahre auch ganz falsch, aber egal. Das war der kürzeste Weg. Aber aus Prinzip kuppel ich jetzt den Trailer vor der Garage ab, fahre in die Garage und penne. Ja, jetzt geht's.
Auch nicht schlecht. Immer so. Der muss einfach den Anhänger abmachen, dann geht das immer. Jo. So, und achso, man muss das Enter drücken. Wir können jetzt fahren nach Igoumenitsa, Patra oder Tripoli. Wir wollen da unten nach Patra. Patra ist noch näher. Oh, fahren wir nach Patra. Sorry. Hat die 180 Euro mehr? Das schafft man. So, natürlich ist es hier mitten in der Nacht. 1.30 Uhr. Ja, bei mir ist es jetzt 13.50 Uhr. Ah, jetzt hat er alles geladen. So. Stimmt, mir ist gar nicht aufgefallen, dass das Navi fehlt, aber... wo ist der Ausgang? Ist das hier links der Ausgang? Kann ich da rausfahren? Ach, einfach machen, oder? Als ob ich hier rauskommen würde, ey. So, jetzt sind wir in Europa, in der EU. Ja, die Tour, wo du in Nordafrika gefahren bist, da den Berg hoch, das war auch... Ja, ey, das war echt. Ich glaube, der hätte ich einfach gesagt. Heißt, scheiß auf das Geld, hier F6, Enter, Auftrag abbrechen und fertig. Es ging aber auch nur bergauf. Ja. Ey, cool, hier ist so eine komische Rampe, wodurch man immer langsamer fährt. Das ist lieber so ein Huckel. Ich weiß nicht, gibt's dafür einen Namen? Keine Ahnung. Komm, wir fahren jetzt einfach mit 60 rüber. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Yay! Alter, war so hochgeflogen. Hat der LKW fliegen gelernt? 2% Schaden, schön. Ich weiß nicht, ob ich die vorher hatte oder dadurch bekommen habe, aber... Okay. Ja, ich hab's geschafft mit der jetzigen Fracht, mit dem Kraftstofftank habe ich halt geschafft, einfach mal so auf der Autobahn mit 120 rumzukippen mit dem Wagen. Der Ramon hatte mir so ein Bild geschickt, wo er es geschafft hat mit dem LKW, er hatte hinten Autos drauf, ja, also Anhänger mit Autos, ja. Hat's geschafft, in der Kurve von der Autobahn runter über die Leitplanke rüber zu fliegen und dort auf der Seite liegen zu bleiben. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja. Oh, ich komme den Berg wieder nicht hoch. Man sieht gar nicht, dass hier ein Berg ist, aber ich sehe, dass mein Bildschirm dreckig ist. Schön diese Nacht. In der Nacht bemerkt man, dass man, wie dreckig der Bildschirm ist. Hier auch. Ja, das muss ich gleich mal putzen. Freitags ist immer mein Putztag, da putze ich immer meinen PC-Bildschirm, meine Tastatur, meine Maus und alles. Mal alles so schön sauber. Ja, müsste man einführen. Ja, vor allem jetzt in den Ferien habe ich schön viel Zeit. Ja. Oh. Ja, Ferien sind ja. Ja, ich wohne ja in Schleswig-Holstein, deswegen. Ja. Ja, und ich hatte heute. Hast du seit Montag oder seit Mittwoch Ferien? Nee, also Donnerstag war ja Feiertag und... Ja, ne, ist ja jetzt langes Wochenende. Ja. Naja, und... Oh ja! Und heute hatte ich halt wirklich einen Ferientag und ab Montag habe ich dann Ferien. Richtig Ferien? Ja. Also, 2 Wochen oder was? Ja. Alter. Ey, ich glaube, wir haben wieder die dümmsten Ferien gekriegt. Wir haben von Montag an Ferien und Donnerstag, Freitag zählt bei uns als Ferien und nicht als Feiertag oder so. Okay. Bisschen scheiße, aber ach, was soll's. Also, mich hat gerade so ein Auto überholt und kam dann. Ach scheiße, da muss ich links abbiegen. Ja. Und fährt jetzt total langsam vor mir. Oh ja, bremst. Bleib schon. Jo, Reisebus setzt sich genau vor mich. Ich fahre mit 130, aber fahr mal vor mir. Wenn ich hier reinramme, krieg ich auch nur den Ärger. Was ein Scheiß. Und so ein Auto, so ein weißes Auto hat mich überholt, kurz vor der Stadt. Bremst dann ab auf 50, weil in der Stadt darf man ja nicht schnell fahren. Und jetzt ist gerade einfach so mitten auf der Straße stehen geblieben. Und ich soll dann wieder anfahren, weißt du, das dauert doch immer seine Zeit. Ja, ich habe einen Mod drinne, der fügt neue Motoren hinzu. Und ja, ich habe in meinen Scania, den ich fahre, habe ich jetzt einen 1150 PS starken Motor. Das ist natürlich geil. So, sag. Ah, ein Duffhändler entdeckt. Ich habe letztens bemerkt, ich war im Urlaub gewesen, Montag bis Mittwoch,
Und auf der Autobahn habe ich mal so geguckt, man überholt ja die ganze Zeit immer nur LKWs. Ja, Man ist so. erkennt, also wenn man so von hinten auf den LKW guckt, also jetzt so schräg von der Seite sozusagen, dann erkennt man wirklich, was das für ein LKW ist. Voll krass. Ja. Ich konnte immer sagen, bevor wir dran vorbeigefahren sind, was das für ein LKW war. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es im 7. nicht gut ist anzufahren. Echt nicht, ich fahre immer im 9. an. Ja, im 1000 PS Motor, da ist das Okay. auch kein Ding. Ja, okay, ne? Ich weiß nicht, wie viel meiner hat, aber ich glaube, da sind nur 600 oder so. Ja, mein Anhänger steht noch schräg auf dem Fußgängerweg wegen der Kurve, aber rote Ampel ist immer gut. Wer sich das hier ausgedacht hat. Ach, guck mal, hier stehen ein paar Fußgänger an einer Bushaltestelle. Das ist geil. Oh, hier stehen. Ah, bei der Imbissbude würde ich so gerne ranfahren. Was gibt's denn hier? Döner? Deluxe Imbiss. 24/7 offen. Ah, ei. Ja. Kann beim nächsten Mal ranfahren. Aber da war gut besucht. War gut besucht. Ich habe mir vorhin die Folge Let's Play F1 2013 angeguckt auf dem Kanal. Habe ich noch nicht geguckt. Ne? Ich habe das ja nicht gemacht, das hat der Tobi gemacht. Naja. Ja, ich habe mir Tobi vorhin geschrieben. Ich dachte, dass du das wärst, der da aufnimmt, weil nur ich einen Kanal deswegen. Durcheinander, weil, Ja, ja. naja, wir sind halt beide, wir heißen beide Mulchian auf YouTube, ach, auf Steam. Ja, und So eine Sache. deswegen komme ich ein bisschen durcheinander und dann hatte ich ihn. Mich hatte vorhin jemand angeschrieben, der wollte zu Tobi wegen Formel 1. Also, Ja, ich, und ich hatte hab ich aber Tobi ange öfter. und ich hatte Tobi angeschrieben und gefragt, wann hier, wann nimmst du wieder ETS 2 auf? Jo. Ja, Mensch, ist ja auch kein Problem, wir leiten dann immer weiter. Aber ich komme nicht um die Kurve rum. Das ist hier so eine Autobahnauffahrt. Mein Anhänger ist derbst lang und die haben hier so ein Schild hingestellt. Achtung, Vorfahrt oder so. Ja, jetzt setzt sich da noch ein LKW hinter mich. Dankeschön, echt. Bleib stehen. Fahr zurück. Bärtransportmod. Ei, Alter, wie nah will der denn rauffahren? Im Ernst? Scheiße, jetzt habe ich den Motor abgewürgt. Hier ist die Handbremse. Okay, Motor an. Ja, ich kann auch mit meiner Handbremse ein Stück fahren. Alter, mein ganzes Display ist aus, also das Licht ist ausgegangen. Ich nehme jetzt das Schild einfach mit. Warte. Oh! Ganz stark, ganz stark. Jetzt fahr vorbei mit deinem Kackding. So. Oh. Wer hat denn das? Warte, falsche Taste. Ach, ich habe den einfach zurückgeschoben. Das Schild schafft es nicht hinzufallen. Das hängt immer noch in der Halterung. Warte. Jetzt ist es umgekippt. So, rübergefahren. Jetzt gleich habe ich es. Mann, Alter, wer hat denn so einen langen LKW bestellt? Ich fahre jetzt auf die falsche Spur hier einfach. Ich wette, das wird jetzt noch mehr Probleme bereiten als. Das war so klar. Das war so klar. Okay. Es war klar. 400 Euro für einen Unfall. Kein Ding. Ich wäre nur auf diese beschissene Autobahn. Ey, wer baut denn immer diese Autobahnauffahrt? Echt? Partner weiter So. Richtung Nordafrika. Schwertransport in Übergröße. Ich habe gerade drei Leute zurückgeschoben, glaube ich. Ich muss mal die Sicht wechseln und mir das Ganze angucken. Also hier unser schöner Truck. Okay, der steht schräg, der fährt schon wieder zurück. Aber Rückwärtsgang hat die KI auch, das ist doch mal was. Aber unser Truck sieht einfach nur geil aus. So in der Nacht mit dem Licht. Ja, also das sind ja kurze Anhänger hier, die sind so groß wie zwei normale LKWs mit Anhänger. Hey, was macht die KI denn? Krass, über den Rasen gefahren und durch die Leitplanke wieder auf die Straße. Das ist Na gut. normal, das machen die doch immer, oder nicht? Auf dem Rasen und durch die Leitplanke auf die Straße, ja. Ja. Mache ich auch immer. Na klar. So in meiner Freizeit, dann. Gibt doch dieses Lied, wo die im Refrain singt, I crash my car into a bridge. Ja, I don't care. Ja, stimmt, I don't care, genau. Und da gab es ein Video, hat jemand aufgenommen, wie ein Auto einfach mit 130 oder so in einen Brückenpfeiler gefahren ist und dazu dieses Lied. Fand ich gut. War echt gut. Ja,
So ein, das feiert man dann natürlich, ne? Ja. Aber es sah auch echt herrlich aus. Der fährt so links an dem vorbei und einfach so über die Leitplanke in die Brücke. So. Warum nicht, ne? Hm. Ja, okay, 60. Es geht. Ich kann ja jetzt Traktoren ja, transportieren, also so einen richtig langen Aufhänger. Da steht, schön. Ey, da steht Traktoren und dabei ist das so ein richtig langes Rohr oder so ein richtig langer Container. Ja, klar. Ja. Ist ja bei mir auch. Also ich meine, so ein paar Sachen, da gibt's dann auch Namen zu, aber bei den meisten, ich meine, Druckluftbehälter ist bei mir ein großes Schiff und so. Ja. Was? Ey, ich darf hier mit 60 nur den Berg hoch. Ey, das schaffe ich noch nicht. Ich muss wieder jetzt hier mit 5 km/h runterfahren, weil auch noch so eine scharfe Kurve hier ist. Im ersten. Machen wir es im ersten. Ich weiß, was ich jetzt jedes Mal. Ich fahre Glasscheiben und dann hier rutsche ich. Dann versuche ich mich auf die Seite. Versuche ich auf die Seite zu fliegen. Ah ja. Okay, komm. Normal, wir machen. Der Berg, den schaffen wir. Normal, wir machen das nicht, ne? Ja, klar. Ja, Griechenland ist ja genauso wie Nordafrika. Es geht ja einfach nur bergauf. Nicht, dass ich mal bergab fahren dürfte. Man darf maximal 60 fahren, ne? Ja, normal, ne? Und die hinter mir haben das Glück, dass hier Überholverbot ist. Komm, jetzt bin ich fast oben. Los, da oben ist eine Kreuzung. Ach, ein Unfall auf der Kreuzung, was macht ihr denn? Ein Reisebus und ein Transporter, ey. Das könnte ich sein. Nein, und... Bus wollte schon in mich reinfahren. Eieiei. Hier ist ja wieder was los. Ja, erst fliegen wir durch die Gegend, dann komme ich nicht auf die Autobahn. Ja, und ich gucke hier gerade einfach mal nach Aufträgen, dabei habe ich gerade noch einen laufenden Auftrag, also läuft. Das ist schön. Ja, gibt ja viele Aufträge jetzt. Schwertransport ist echt geil. Ja. Ja, wir haben übrigens vorhin darüber geredet, über das DLC Add-on Ding. Ja. Euro Truck Simulator Going to East. Ja. 10 Euro bei Steam. Ja. Hol ich mir nachher. Ich werde es mir wahrscheinlich auch holen, aber ich kann es mir nicht in Steam holen, deswegen muss ich mal gucken. Wo ich das noch so bekomme. Ja, ich kann mal ganz kurz gucken, was überhaupt alles zugefügt wird. Ja, so in ganz viele Städte, also Tschechien, Polen, Ukraine oder so. Boeing. Russland, aber. Also ich glaube, die machen komplett Tschechien, weil SCS Software ist ja eine tschechische Firma. Polen wird auch. In Polen kommt mehr. Tschechische Republik, Slowakei, ja und. Naja. Ja, aber das ist geil, Slowakei ist immer der Spritpreis wert. Ja. Also vorher voll tanken. In der Slowakei tanken. Ja, das kaufen wir, glaube ich, nachher. Nach der Aufnahme irgendwann. Ja, ich muss erst noch auf mein Geld warten, aber dann hole ich es mir wahrscheinlich auch. Ah. Gott, abbremsen. Er hat die ganze Zeit über die Landstraße nach Tomino. Noch in Deutschland. Ja, du, ich auch. Ja, und ich. Ich fahr nur von einer Fähre zur anderen Fähre und das auf einer Landstraße. Naja, ich bin jetzt momentan in der Nähe von, jetzt gerade am Mannheim vorbei und ich muss noch runter nach Torino. Oh, das ist ein schönes Stück. Dorf. Und das die ganze Zeit jetzt über Landstraße. Naja, aber ich weiß hat noch, doch 21. Ich weiß noch, wo ich nach Ancona fahren sollte, da hat er mich auch erstmal schön über die Landstraße gelotst. Und die ganze Zeit durch eine Wüste. Ah ne, das war davor, da. Das war davor. Mit Afrika. Ja, es war genau der gleiche. Ja klar, überhol doch, dass ich abbremsen muss, Mann. Was ist die KI behindert, Mann? Gott. Das stimmt, wenn man abbremsen muss. Ja, er will überholen, sieht, dass ich von vorne komme. Er hält aber auch drauf. So, ach, der kann ja bremsen. Nächstes Mal fahre ich so einen Typen. Schön. Das nächste Mal fahre ich den Typen vorne rein, ey. Jetzt hat mein Anhänger 1% Schaden. Verbleibende Zeit 45 Stunden. Ach Mensch, ja, richtig lange Zeit. 45 Stunden, oh, das geht ja noch. Geht ja, ich habe 21 Stunden. Eine Tankstelle. Yay, ich habe auch mal das vollgetankt. Ja, ich schaffe nur 1400 Kilometer mit meinem Tank, also ich habe da kein Problem. Ja. Oh nein, Alter, es geht bergab. Und was habe ich vor mir? Zwei LKWs, die bremsen. Oh.
Ich wette, gleich geht's bergauf und ich komme nicht mehr hoch. Ja. Ist immer so, wenn es bergab geht, muss ich bremsen und bergauf komme ich nicht mehr hoch. Ja. Aber überholen geht natürlich auch. Ja, wo du nach Ancona da gefahren bist, da hast du ja immer meistens Glück gehabt. Vorm bergauf ging es immer noch bergrunter zum um Geschwindigkeit zu holen. Ja. Ah, natürlich, es geht bergauf. Der vor mir bremst nochmal extra ab. Alter, ich häng ihm gleich in den Kofferraum. Schön, echt super. Dankeschön. Ich werde es nicht hochschaffen. 40. Ja, 30. In Euro Truck Simulator 1 fand ich ja immer ganz schön unlogisch, dass, wenn man geblinkt hat, die Wagen hinter einen gleich komplett abgebremst haben. Ja. Aber ich fand es irgendwie auch cool. Einfach die ganze Zeit Blinker angehabt und du hattest zwei Spuren für dich. Ja. Oder Warnblinkanlage und in der Mitte fahren. Ja, das war auch schön. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich ja irgendwann nochmal so ein Part Euro Truck Simulator 1. Einfach nur, um zu zeigen, wie cool es ist im Gegensatz zu Euro Truck Simulator 2. Ja, aber Euro Truck Simulator 2 ist realistischer, finde ich. Ja, ist das eigentlich generell besser. Ja. Vor allem, weil EDS 1 bei mir gar nicht mehr so richtig läuft auf meinem PC. Irgendwie ist mein PC zu gut dafür. Ja. Das ist schön, mit 30 km/h so einen Berg hochzufahren, da hat man echt Zeit. Echt? Ja. Okay, ich vergleiche jetzt auch deinen Wagen nicht mehr von meiner Geschwindigkeit bergauf anzufahren und so. Das ist einfach. Ja, 1000 PS. Bei 1000 ja. PS ist so eine Sache. Einfach. Ja, ich kann ja auch mal wieder nach neuen Mods gucken. Ist ja so also leicht hier mit den Mods. Ich muss halt auch auf meine Festplatte achten, das ist mein Problem. Naja, ich habe meinen PC jetzt Anfang April gekauft dieses Jahr. So. 2 TB Festplatte drinne, ist noch nicht mal ein Hundertstel davon belegt. Ja du, ich habe auch 2 TB. Aber Windows läuft bei mir auf einer SSD mit 64 GB. Und da wird's dann knapp in den Dokumenten. Ey, diese blöde KI. Erst kommt die ganze Zeit nicht und wenn man den überholen will, dann kommt die. Stimmt, ja, das ist immer so. Ach Mensch, jetzt kann man hier wieder schnell fahren, den Ausblick genießen, den Sonnenaufgang. Wird schon Untergang sein, aber es ist ja um 6. Oh Gott, da muss ich jetzt aber schnell rüberbrettern, Oder nicht? Geht nicht, nein! Voll in die Leitplanke rein. Mist. Es ist übrigens auch in echt so, dass rechts dieser Streifen, die Begrenzung, auch immer so vibriert. Ich bin letztens aufgefallen auf der Autobahn. Ja, aber das ist auch hauptsächlich bei LKWs, das ist aber auch nicht bei allen Autos. Ja. Hauptsächlich bei LKWs. Ja, das spürt man dann mal am besten. Alter. 60 ist jetzt hier so meine Maximalgeschwindigkeit. Ah gut, ich habe ja Zeit, ne? Hat man ja auch, ne? Mein Navi sagt, ich brauche 14 Stunden und ich habe 44 Stunden Zeit, also. Mein Navi zeigt, ich brauche noch 9 Stunden und ich habe lange noch Zeit. Boah, und schon wieder angeditscht, ich glaub's nicht. Und ich habe noch 20 Stunden Zeit, also. Liegt gut in der Zeit. Kannst du nochmal schlafen? Ich bin so bekloppt, die KI überholt immer dann. Also versucht immer zu überholen, wenn ich gerade anfahre und schneller werde. Ja! Und da kommt immer was von vorne. Und der hält den genau vor dir, dass du nicht gut beschleunigen kannst. Ja. Oh Mann, warum kommt jetzt so eine scharfe Kurve hier? Ja, die scharfen Kurven, die hasse ich. Da bin ich immer auf die Seite geflogen damit. Ja, mein momentanes Problem ist, dass ich so einen langen Anhänger habe und gar nicht um die Kurven richtig rumkomme. Und es geht ja auch gleich mal so ein paar. Ja, so ungefähr 30 Meter runter. Ja. Meiner Seite ist nicht schön. Nachher, wenn ich in Italien bin, muss ich gleich mal gucken, ob ich mir da auch nochmal eine Garage kaufen kann. Alter, guck mal, Griechenland? Was das auch immer für eine Stadt ist, die sieht gut aus. Cool gemacht. Ich
fehlen noch 15.000, damit bis ich mir eine neue kleine Garage kaufen kann. Nimm dir einen Kredit. Ja, kann ich eigentlich mal gucken, ob ich mein... Ich weiß gar nicht, ob ich meinen anderen Kredit schon abbezahlt alles. Nö, ich habe noch einen offenen Kredit von 400.000. Ach komm, ey. Kannst nicht sein. Da vorne ist eine Kreuzung. Und dann müssen die hier gleich ganz langsam fahren. Nicht, dass man da mit 20 km/h dran vorbeirollt. Was ich aber ein bisschen unlogisch hier finde, das Tacho zeigt an, dass man maximal 125 fahren kann. Und im Navi wird angezeigt, dass man um die 150 fährt. Ja, das ist dann dein Mod. Ich komme nur auf maximal, obwohl doch, ich hatte auch 155 mal gehabt. Ja, das war letztes Mal. Weg nach Ancona. Ja, das war auch bergab. Das war noch bergab. Ja, also so jetzt normal, wenn die Strecke gerade ist, nicht bergauf und nicht bergab geht, fahre ich so um die 120. Ja, die Maximalspeed habe ich auch. 133 ist glaube ich so meine Maximalgeschwindigkeit. Die Motoren sind ja auch eigentlich nur dazu da, die Beschleunigung zu verbessern. Ja. Das ist ja der einzige Unterschied. Blöde ist, ich muss wirklich noch. Ich muss wahrscheinlich wirklich noch mal schlafen, bevor ich da. Im Ziel ankomme. Ja, aber die 10 Stunden hast du ja. 10 Stunden ja, Schlaf. Obwohl, wenn ich weiter in den Tempo fahre, dann komme ich sogar noch vorher an. Bei mir ist es geil, ich müsste eigentlich in 5 Stunden schlafen. Aber dadurch, dass ich jetzt gleich mit der Fähre weiterfahre. Ja. Ne? Schläft man da einfach. Sieht ja schön aus hier. Ich hoffe, das wird die Luxusjacht. Nicht, dass ich wieder mit irgendeinem Scheiß da fahre. Dann muss ich doch wieder im LKW pendeln, du. Hier ist es auch ein Mod, wo du selber auf die Fähre rauffahren kannst. Ist das auch ein Mod, oder? Ne, es kommt auf die Fähre an. Also bei vielen Fähren kann man drauf rauffahren. So. Zum Beispiel die vor Großbritannien oder so. Und bei manchen dann aber auch nicht. Oh Mann! Ja, die von Rotterdam nach Großbritannien, die... Da kann ich nicht rauffahren. Da muss ich. Ja, ich konnte gerade auch nicht rauffahren in der auf der Fähre in Ancona. Alter, ich komm nicht rum. Was da los? Ich bin nur nach rechts. Es geht nicht. Wir hoffen, dass jetzt kein Auto kommt. Natürlich kommt ein LKW. Wir hoffen, dass kein Auto kommt, ja. Ach so. Bullshit, wo bin ich da denn jetzt gerade gegengefahren? Lass mir hier weg. Es geht doch alles. Jetzt muss ich erstmal nach meinem Schaden gucken. 5% hat mein Anhänger, weil ich irgendwo hinten gegen gefahren bin. Wogegen auch immer. Yay! Und von Frankreich in die Schweiz, oder? Schweiz? Bin ich doch jetzt in Schweiz, ne? Ja, Schweiz. Yeah. Ja. Ich hatte mir mit der Flagge nichts anfangen zu können. Alter. 5% hat mein Anhänger schon bekommen. 2 vorhin bei der Kurve und jetzt nochmal 3 dazu. Ein bei der Kurve, jetzt nur 4. Meiner hat 13, weil ich ja vorhin umgekippt bin wieder. Hey, hier steht ein schräges Schild. Da ist schon jemand gegengefahren. Und ich muss natürlich abbiegen und jetzt setzt er natürlich nicht in die Spur. Überholverbot und der überholt erstmal dreist. Das ist cool. Mach ich aber auch hier in meinem Spiel. Überholverbot, scheiß drauf. Vorbei. Ja, klar. Am besten ist, wenn was von vorne kommt, dann kannst du einfach schnell über die Wiese oder so. Das ist immer lustig. Hast du das nicht auch nach Ancona gemacht? Einfach über die Wiese und so? Ja. So Offroad. Ja. Habe ich auch bei anderen... Ne, früher habe ich das immer gemacht, bei ETS 1. Da war es noch ein bisschen leichter. Alter, ey, was ist denn das hier für ein Weg zu der Fähre? Meine Güte. Ich war ja an irgendwelchen Industriegebieten vorbei und so. So, Dachansicht und jetzt fahre ich einfach mal den Sonnenuntergang entgegen. Oh, meine Güte. Oh, jetzt schon wieder so eine scharfe Kurve, ich hasse es. Aber da vorne ist der Hafen, ey. Kann endlich pennen. So, runterschalten im 4. Ausholen und über die Wiese. Das Schild noch mitnehmen, genau. Hier hat jemand seinen Anhänger einfach mitten auf der Straße stehen lassen. Ach nee, das steht so auf dem
So schräg. Halb Fußgängerweg, halb Straße. Na, auch geil. Ja, warum nicht, ne? Ich dafür maximal 40. Ja, am besten, so wie der hier, den Anhänger einfach in die falsche Richtung stellen. Und zwar mitten auf meinen Stand, mitten auf meine Spur in die falsche Richtung gestellt. Alter. Ist ja jetzt hier schon Slalom fahren. Der hier steht auch mitten auf der Straße. Interessiert die auch keinen, oder? Ich schalte jetzt einfach hoch und fahr schneller. Yay, wir sind in Griechenland. Kurz gucken, was meine Fahrer gerade so machen. Ich krieg das nie mit, was mein Fahrer macht. LOL. Auf den letzten 5 Metern Geschwindigkeitsübertretung, Übergrenzung. Du hast auch einen Scania Air Topline, ne? Ja, ich hab einen Scania. Bestimmt. Ja. Ich kann ja mal kurz nachgucken. Ich habe einen Scania Air Topline, ja. Cool, da haben wir den gleichen. Ich hoffe, dass ich den Motor ein bisschen überpowert habe. Und Piotrek hat einen Renault Magnum. Ah, der macht gerade eine Auftragsfahrt. Ach, meine hier auch alle. Lil Berlin, jetzt fährt er wahrscheinlich von Berlin irgendwo hin. Wohin auch immer. Naja. Hauptsache, er bringt Geld. Kann man das eigentlich sehen? Kann man eigentlich sehen, wo der Truck vom Fahrer gerade ist? Beziehungsweise wo der Fahrer gerade ist in dem Moment? Nee, für Management sieht man nur von wo der gerade fährt. Aber wo genau der gerade ist, weiß man nicht. Achso. So, hier kann ich also auch nicht aufs Schiff rauffahren. Dann fahren wir mal los. Wo wollen wir hin? Wir wollen irgendwie hier nach Benghazi. Ach Mensch, da kommen wir direkt ins Ziel mit dem Schiff. Das ist doch was. Muss ich nur noch einparken. Das ist ein kurzer Part. Ja, ne? War noch, wo ich angefangen habe. Ich sag ja, ein bisschen mit dem Schiff und dann geht. Alter, ist das nebelig! Oh, das ist geil. Das ist das. Die Wetterbedingungen hatte ich glaube auch noch nicht. Ach scheiße, es ist Regen und kein Nebel. Ich wusste doch, die Sache hat einen Haken. Regen habe ich selten. Selten. Alter, ich kann nicht, weißt du, ich konnte nicht auf die Fähre rauffahren, aber ich kann von der Fähre runterfahren. Das ist auch klar. Ich mache meine Regenwahrscheinlichkeit jetzt mal auf volle Power. Einfach weil ich regen will. So. Ich glaube, ich muss hier drüben hin. Ich check das immer nicht mit dem Rausfahren. Es sind immer so viele. Mann! Ach, komm schon. Komm wieder nicht den Berg hoch. Er tut mir das an. Nein, ich... Oh, meine Klasse. So. Alles wird jetzt gut. Heißt es auf der Autobahn rückwärts fahren. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock mehr. Zu weit gefahren? Ja. Aber warte, das hatte ich geschafft, wo ich nach Recklinghausen fahren wollte. Ein schöner Umweg. Ja, ich fahre jetzt gerade hier mitten auf der Autobahn rückwärts. Wenn das nicht. Ja, ich fahre jetzt hier mal kurz im Kreis auf dem. Im Hafen hier. Oder ne, ich fahr. Weil ich da nicht hochkomme. Einfach die Auffahrt auf die Autobahn fahre ich jetzt einfach runter. Ach man, jetzt fahre ich das eigentlich auch noch falsch. Ja klar, Regen, es regnet. Regen wahrscheinlich gerade volle Power. Und ah, da kann man also schlafen. Ich fahre hier runter und da kommt vorne ein Wagen. Regen ist dann eigentlich dauerhaft, wenn man das aufs Höchste stellt? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Weiß nur, dass... Okay, ich nehme jetzt das hier und das mit Vollspeed hier hoch. Ah, komm, komm, komm! Ja, ah, geht doch. Tube, ja, irgendwas, irgendwelche Tube. Fahren wir jetzt hin. Aber du... Ah, ey, aber geschafft. Ich bring's jetzt gerade wirklich. Ich bin jetzt gerade wirklich die Bahn, wo man auf die Autobahn rauffährt, bin ich gerade einfach mal rückwärts runtergefahren. Das so. Ist gut. Macht das nicht jeder? Individuell. Haben wir bei Holland immer machen müssen. Da gab's kein Navi, da musste man sich den Weg immer selber suchen. Das war lustig mit Holland. Ist irgendwie hier so bergauf oder so? Ich kann nicht schneller fahren. Kommt meine Mutter gerade einfach mal ins Zimmer rein. Auch gut. Ja. Kannst du ja dich in Teamspeak einfach kurz muten mit der Taste, die du dafür festgelegt hast. Ja, habe ich F9 und F10. Aber F10 ist ein bisschen blöd, weil da mache ich hier immer Screenshots im Spiel. Ich habe Ü und Ä und immer wenn ich dann mit jemandem schreibe,
mache ich mich immer stumm und mal die anderen stumm und dann geht das Warum so die denn ganze nicht, ne? Zeit. Ja. Und irgendwann wundere ich mich dann, warum die anderen mich nicht hören können. Oder warum du die anderen nicht hörst. Ja, oder so. Ah, Mensch, wir sind schon da, das ist doch was. Da vorne ist das Ziel. Nicht mehr in die Stadt, hier müssen wir reinfahren. Aber wahrscheinlich schon. Ah, ich habe Benghazi. noch 5 Stunden und 14 Minuten Fahrzeit vor mir. Ah. Ich habe eine rote Ampel. Weiß, ich muss eigentlich erst in 2 Tagen da sein, aber Kannst du noch ein egal. bisschen mit einem Anhänger rumfahren? Ich kann ja mal gucken, warte, wann muss ich da sein? Ach nee, 29 Stunden schon. Ich dachte Freitag. Ach so, zwischen Donnerstag und Freitag muss ich da sein, ja. Mensch, ist Mittwoch. Mann, dieses Navi hier in dem LKW ist natürlich auch cool. Ich habe immer überlegt, das andere Navi Ja, das auszuschalten. finde ich Da auch sieht immer ein man. Überlegen, aber dann lasse ich es doch lieber, weil man da sieht man ja auch die Zeit und alles und wo man schlafen muss. Ja, Und genau. ganz schön praktisch. Deswegen, ja, das ist halt das Praktische. Erster Aufenthalt in Benghazi. Und wir fahren zu Tree-ET, die brauchen einen neuen Radlader. Also auch wenn's. Ah ne, Raupenbagger war das, Raupenbagger. Du sagst. So, dann blinken wir schon mal. Ah, Tree-ET ist immer so die Firma, wo man den coolsten Weg hat, um seinen Trailer zu Ja, holen. ich finde Oder ihn zu parken. ITCC finde ich ganz cool, weil da hat man zwei Abfahrten. Einmal die eine Hausabfahrt und dann noch eine an der Seite. Ja, Das ist das ist natürlich cool. immer, wenn man den Trailer gerade rückwärts reinstellen muss, dann kann es gut machen. Das ist immer ganz cool, weil dann kann man nach oben Ach, guck mal, gucken. hier gibt's. Was ist das denn? Alter, das ist ein geiler Anhänger, der ist mega lang. Oh, ich glaube, da wissen wir schon, was wir im nächsten Part fahren. Ne? Was ist das? Das ist so ein Radladermäßiges Ding und da hinten noch ein bisschen ein paar Klumpen in der Baustelle. So, wir fahren mal rückwärts, jetzt wird man dich wahrscheinlich nicht mehr Okay. hören. So, Anhänger Oh. abgekoppelt, Auftrag erfüllt, zufriedenstellend. Was ist da denn los? Zufriedenstellend, ja. Für 5% Schaden. Aber wir sind Level 22 Meister, Leute. So muss das sein. Das hat nur 13.000 Euro gebracht? Ja, so eine große Strecke, Alter. wo man nur mit Fähre fährt, ne? Ja. Okay, ich mache mal hochwertige Fracht wieder eins hoch. Dann haben wir jetzt, ja, Nachher da ein machst du bisschen dann mehr. einfach wieder eine Tour, wo du dann vor irgendwo. Keine Ahnung. Hast du Ja, Skandinavien kann ich drin? gleich noch eine Also aufnehmen, ja. Skandinavien-Map-Pack? Nee, Skandinavien ist nicht. Naja, sonst einfach so. Warte. Wir können ja mal gucken, was man jetzt so fahren könnte, was wir im nächsten Part wahrscheinlich dann fahren werden. Ja. Ja. Ach so, was schönes Langes ist. Also wir sind ja hier unten in Benghazi. Und nach Linz ist schon eine gute Strecke, zweimal Fähre. Kopenhagen. Scheiße, Mann. 2200 Ja, das ist doch eine Kilometer. gute Tour, das dann Davon. der Part wird dann wieder ein bisschen länger. Auch wenn man davon 1500 Kilometer mit der Fähre fährt, Okay, gut. aber man fährt ja durch quer. Naja, man fährt von Süditalien eigentlich dann Österreich durch ganz Deutschland bis nach Dänemark. Kopenhagen ist gut. Und das war eh der, den wir machen wollten mit dem Digger 500, also mit dem Baggerding. Das ist ja lange hier gleich bei Tree-ET. Ich meine, man könnte auch noch. Warte. Ah, Mist. Felix Stone ist ein bisschen nicht so weit. Im Bus. Was gibt's sonst so Schönes? Und die ganze Zeit Landstraße. Portugal. Ach so, Aalborg gibt's auch. Das ist noch ein paar Kilometer mehr als als Kopenhagen. Das ist nämlich Norddänemark. Nee, ach, okay. Also wir werden wahrscheinlich dann nächste. Ach, nach Ägypten könnte man auch fahren. Nee, nee.
den Digger 500 fahren. Das gibt dann auch gleich 87.000. Aber ich mache hier jetzt erstmal den Part zu Ende, die Fahrt, und nehme dann extra auf, und deswegen sagen wir tschüss. Ciao, ciao.